Hallo liebe Gattl- und Wirkenfans, eigentlich hat der Tag ja ganz anders angefangen und zwar so. Eigentlich gibt ja die Natur den Takt vor, meistens passt das ja. Heute ist es komplett daneben gegangen, es regnet Vollgas draußen. Rosen gemäht, gehört aber trotzdem. Für das wäre ich heute auf Handbetrieb umstellen mit der Sensen, weil im Endeffekt gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung. Ich bin ja eigentlich nur da reingekommen, damit ich das hohe Gras niedersensen kann. Das hätte ich liegen lassen und gut war die Geschichte gewesen. Aber nein, ich bitte mir ein, ich muss jetzt alles niedermachen. Hab das hohe Gras abgesenzt, mit dem Rosenmäher nochmal drüber gefahren, sodass das ganz zerkleinert ist. Das bleibt dann liegen. Das wird die Maulwurfhiegel, die da sind, werden eingeebnet und dann sollte es auch wieder passen. Aber jetzt ist Spritpause. Machen wir mal schnell einen Rundgang. Einige von euch wissen ja, das ist mein zweiter Garten. Das ist ein Großprojekt quasi im Vergleich zum anderen. Der andere ist ein Blumengarten. Das ist noch eine Wildnis im Prinzip. Wir sind eigentlich nur 20 Kilometer auseinander, aber die da in der Gegend sind fast einen Monat hinten. Ich habe jetzt zwar mittlerweile zwei Apfelbäume, die blühen, aber der Rest ist noch ewig weit hinten. Wir haben ja voriges Jahr einige Sommerflieder und Hortensien eingebaut. Teilweise haben sie überlebt, teilweise haben sie nicht überlebt. Der Winter war einfach zu kalt da drinnen. Da sind die Sommerflieder, ein paar haben überlebt, da kommt zum Beispiel schon was. Der da schaut nicht so gut aus. Bei dem kommt auch noch was, der hat auch überlebt. Das ist gut. Das weiß ich jetzt nicht genau, was es ist. Dürfte so eine Art Pfaffenhütchen oder sowas sein. Hat überlebt, fängt zum Blieren an, passt. Den Weißdorn haben wir ja radikal obergestutzt, der war ja 4 Meter hoch oder was. Der fängt auch schon das Blühen an, das haut auch hin. Haselnussstrauch bringst du sowieso nicht um. Die Rosen, die kommt auch wieder. Die hat schon einen Trieb. Blütenansätze, das passt. Da haben wir noch ein paar Forsythienstammerl eingesteckt vom Herbst. Die haben alle schon super austrieben, sind angewachsen. Das wird man eigene Hecken, so Beetbegrenzungshecken. Oder vielleicht die echte Hecken, dann grob ich es nochmal aus, das weiß ich jetzt noch nicht. Das ist einer von meinen zwei Apfelbäumen, Sorte Roter Mond. Der blüht heuer das erste Mal, voriges Jahr hat er nicht geblüht. Heuer hat er wunderschöne rosarote Blüten, die duften auch herrlich. Und vielleicht kriegen wir dann auch dunkelrote, mit rotem Fleisch innen versehene Äpfel. Das da wird ja eine Naschhecke. Riebisselsorten, Brombeer, Himbeer. Da geht es weiter, Riebissel, Brombeer, Himbeer. Unser kleines Erdäpfelbeet da ist auch schon fertig, das haben wir voriges Wochenende gemacht. Und einiges an austriebenen Erdäpfeln eingesetzt, verschiedene Sorten. Ich weiß jetzt aber nicht genau, was für eine. Also auf alle Fälle keine Sorten aus dem Handel, sondern alte Sorten. Und die sind super geschmackig. Das alte Gras und das neue Gras werden vom Boden entfernt, da haben die Wühlmäuse keine Chance, dass sie sich verstecken. Die Äste werden abgeschnitten, ein bisschen geformt wird die mit der Zwetschgenbaum, aber nur leicht. Die Hainbuchen wird ebenso befreit, Äste werden abgeschnitten und ein bisschen luftiger gemacht insgesamt. Der Hartriegel schaut auch schon wild aus, der ist ein bisschen zugewachsen, wird ebenso befreit, genauso wie die Pflanzen da. Der Sommerflieder, den wir voriges Jahr eingebaut haben, wird abgestutzt. In weiterer Folge wäre mit der Sichel einfach das Gras um den Komposter abschneiden. Passt auf, wenn es mit der Sichel tat, ihr haut euch leicht rein und da ist gleich mal ein Finger durch dann. Die Super Ligusterhecken, die ist jetzt 7 Jahre alt ungefähr, die wird auch ausgelichtet ein bisschen. Die Hortensie, die wir voriges Jahr im Herbst eingegraben haben, wird bodeneben abgeschnitten. Neue Triebe sind bereits da. Wundert mich eigentlich, aber taugt mir, dass es so ist. Da haben wir noch einen Hartriegel, der ist auch ein bisschen zugewachsen.
Der wird auch vom Groß befreit, dass mehr Licht reinkommt und so tut sich die Pflanzen einfach leichter. Die Sommerfleder, die wir vorher gesehen eingebaut haben, schneiden wir Boden eben ab. Die grünen Stammel kalten wir auf, schneiden wir in 20 cm Stickerl und stecken es ganz normal einfach so in die Erde rein, in die feuchte Erde natürlich, und hoffen, dass anwachsen. Bei den meisten funktioniert es und kosten dort auch nichts. Das ist ein Aronia-Bärenstrauch, der tut sich ein bisschen schwer mit Wachsen. Der war einmal 2,5 Meter hoch ungefähr. Der braucht noch. Das ist das Groß aus unserem Großvideo, der Großbusch, der 70 Kilo schwere. Groß einfach abschneiden, neue Triebe sind bereits vorhanden. Das heißt, das hat überlebt. Die zwei Pflanzenhaufen sind ja die Haselnussstecker, die wir reingesteckt haben, und die treiben teilweise auch schon. Das Video haben wir Anfang Mai aufgenommen und beim nächsten Video, das kommen wird, 16 Vergleich, was sie bereits da hat. Einige Pflanzen sind eingegangen, der Großteil hat überlebt und das ist super. Und falls euch das taugt hat, gebt einen Daumen auf, abonniert unseren Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.